Freunde, auch hier wunderbarer Ausblick. Wunderschön, ja. So, Freunde, auch hier wunderbarer Ausblick, wunderschön hier. Ja, ich setze mich jetzt aber hier mal ein bisschen windgeschützt hin, damit nicht wie gestern sich alle beschweren können. Schlechter der Ton doch sei, ich sehe ganz schön aufgeworfen aus. Ja, ich bin hier mal noch im Urlaub. Ich wollte euch nur mal über die neuesten Hertha-Themen in Kenntnis setzen. Und zwar wäre jetzt so das neueste Thema. Jetzt meckert mich nicht wieder an, dass ich den Namen falsch ausspreche. Er ist Franzose, also würde ich mal sagen, Jonathan Bamba von OSC Lille bei Hertha im Gespräch. Was ich von ihm halte, habe mich ein bisschen zu ihm erkundigt. Ob ich denke, es ist realistisch, dass er kommt und wenn ja, für wie viel und ob ich ihn haben will. Darum soll es jetzt in dem Video gehen. Andere Themen gab es nicht groß. Ekellen kam gestern eigentlich von Fabrizio Romano schon bestätigt, diesem Transferexperten, aber immer noch nicht durch. Deswegen brauchen wir darauf nicht eingehen. Christen sind, wie gesagt, jetzt mittlerweile bei Hertha. Schauen wir mal, wer da noch so alles kommt. Eine Woche haben wir ja noch. Und es macht mir auf jeden Fall Spaß, mit euch darüber zu diskutieren, was ihr denn davon haltet. Ja, morgen, jetzt muss ich aber die Ankündigung nochmal machen, weil morgen sind wir das nächste Mal live auf Twitch ab spätestens 18 Uhr für alle. Der frühe Vogel fängt den Wurm, kann sein, dass ich früher online gehe, wenn ich Zeit und Bock habe. Spätestens 18 Uhr live auf Twitch und dann werden wir die Aufstellung besprechen, wir quatschen über Hertha und dann geht's los ins Spiel Bayern gegen Hertha. Wird natürlich wild, mich interessiert auch, was ihr alle tippt morgen und so weiter. Bin auch auf die Aufstellung sehr gespannt. Ich denke mal, wir spielen Viererkette, aber werden wir mal sehen. Also ich freue mich sehr, ich habe euch echt vermisst und ich freue mich sehr, mal wieder mit euch streamen zu können. Und dann geht Sonntag ja auch zurück nach Berlin, sodass ich ab nächste Woche wieder, auch wenn da Länderspielpause ist, mit euch normal streamen und kommunizieren kann. Ich freue mich sehr, 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 sehr darauf. So, jetzt aber ins Thema rein. Jonathan Bamba. Ja, was ist er? Er ist links außen, kann auch linkes Mittelfeld spielen oder ZOM, hängende Spitze, aber hat wirklich die meisten Spiele links außen gemacht. OSC Lille, letztes Jahr französischer Meister geworden vor PSG, also ganz ehrlich, vor dieser Millionen, fast schon Milliardentruppe, auch letztes Jahr schon, wo Messi noch nicht da war, aber mit Mbappé, Neymar und so weiter. Eine absolute Blamage natürlich für PSG, aber auch, also ey, das musst du erstmal schaffen, da Meister zu werden, OSC Lille. Burak hier, der 36-jährige türkische Nationalspieler, ist ja komplett eskaliert letztes Jahr. Lag natürlich auch an einem Spieler wie Bamba. Letztes Jahr 38 Spiele gemacht, also alle Ligaspiele in der Ligue 1. 6 Tore erzielt und 11 Vorlagen, super Bilanz, sind 17 Scorerpunkte, also gefühlt fast jedes zweite Spiel ein Tor. Über die gesamte Ligue 1 Saison sieht es nicht ganz so krass aus, knapp 160 Spiele, 31 Tore, 32 Vorlagen, glaube ich, also knapp 60 Scorerpunkte in 160 Spielen, ist nicht ganz die Hälfte, würde man sich schon ein bisschen mehr wünschen von einem Flügelspieler, aber absoluter Topform. Er ist mit 25 Jahren auch im besten Alter, 1,75 groß, wie gesagt, links außen, Rechtsfuß. Deswegen ähnlicher, ja, Spielertyp, sag ich mal, wie Robben auf der anderen Seite, der dann halt immer versucht, auch wenn er auf den Außen spielt, nach innen zu ziehen, um abzuschließen oder eben ja, den Ball auf seinen rechten Fuß zu bekommen. Zieht auch oft nach innen und macht dann quasi so Flanken aus dem Halbfeld, habe ich gesehen, als ich mir die Highlights angeguckt habe. Also ja, links, linker Flügel, Rechtsfuß, tendiert er dann immer durch die Mitte zu gehen. Was mir sehr gut an ihm gefällt, ihr könnt euch mal Highlight-Videos angucken. Klar, man darf jetzt nicht nur von Highlight-Videos ausgehen. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe letztes Jahr, glaube ich, nur ein Champions-League-Spiel von Lille gesehen, sonst kein einziges Spiel live. Das heißt, ich kann ihn nicht neutral beurteilen. Ich kann nur sagen, was ich gesehen habe. Ich habe mir 4 Highlight-Videos angeguckt, über 30 Minuten. Und was mir an ihm sehr gefällt, ist, wie er ins 1-gegen-1-Duell geht. Also das ist eigentlich genau das, was wir ja von einem Außenstürmer erwarten. Wir brauchen nicht nur jemanden, der die Linie rauf und runter rennen kann, der auch kämpft, sondern wir brauchen auch jemanden, der es versteht und kann und sich auch traut und Bock darauf hat, in 1-gegen-1 Duelle zu gehen und diese dann auch zu gewinnen. Und da hat er unfassbar viele, ich habe mir ein Video angeguckt, das war nur aus der letzten Saison aus der Ligue 1, wie unfassbar viele 1-gegen-1 Duelle ich allein in dem Video gesehen habe, ohne jetzt hier irgendwie einen von uns bashen zu wollen, weil ich weiß ja, dass es Dodi kann, aber in Dodi Luke Backe könnte man, glaube ich, nicht so viele Szenen zusammenschneiden, um das jetzt mal mit einem unserer Spieler zu vergleichen. Also würde ich schon sagen, dass man sich da auf jeden Fall eine höhere Qualität holen würde zu Hertha, die auf jeden Fall die Hertha auf ein anderes Level hebt und dann so eine Spieler wie Christoph Piontek und vor allem auch ja, generell Spieler, die nach vorne laufen, das können ja auch andere Außenspieler, nachrückende, zentrale, offensive Mittelfeldspieler sein, Jovetic sein, dass die dann bedient werden können von so einem Spieler, weil der ist wirklich unfassbar gut im 1 gegen 1. Manchmal legt er sich den Ball dann zu weit vor, manchmal ist der letzte Pass auch nicht perfekt, aber Flanken kommen auch ganz gut und was mir sehr gut gefällt, er ist 1,75 nur,
aber relativ kompakt, ja. Also Dodi zum Beispiel ist ja ein sehr flinker Stürmer, der relativ groß ist, deswegen meint ja Dardai auch mal Känguru und geht sehr leichtfüßig an jemanden vorbei. Er schafft es auch durch seine coole Technik, die er hat, leichtfüßig an Leuten vorbeizugehen, den Tunnel zu verpassen oder was weiß ich. Wenn dann aber ein Spieler zurückkommt, weiß er auch seinen kompakten Körper, sag ich mal, sehr gut einzusetzen. Müsst ihr euch mal reinziehen in den Videos. Das heißt, er kann den Körper gut einsetzen. Er ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Hulk, als ich den früher mal live gesehen habe bei Zenit, ja. Der ist auch technisch sehr stark gewesen, auch sehr schnell gewesen, aber trotzdem eben klein und sehr muskulös und wusste seinen Körper sehr gut einzusetzen in den Defensivbewegungen in den Offensivbewegungen, wenn dann die Defensivspieler kamen. Also das auf jeden Fall alles sehr positiv. Wo ist jetzt der Knackpunkt? Also er hat einen Marktwert laut transfermarkt.de von 25 Millionen. Willst du durch? Geh ruhig. von 25 Millionen. Hat noch 2 Jahre Vertrag, also 25 Millionen wird Lille nicht für ihn bekommen. Laut Fußballtransfers.com fordert Lille rund 20 Millionen für ihn, was eigentlich realistisch ist. Wir haben Corona-Zeiten, klar, da gibt man nicht so viel aus. Hat eine tolle Saison gespielt, sind Meister geworden. Klar wollen die für einen, der 17 Scorer-Punkte gemacht hat, ein absoluter Stammspieler war und auch immer noch ist er. Diese Saison auch wieder alle 3 Spiele in der Ligue 1 von Anfang an sehr bestritten, noch keine Torvorlage oder Tor erzielt allerdings. Klar wollen die mindestens 20 Millionen für den. Ich denke auch nicht, dass sie ihn weit darunter abgeben werden. Cornet scheint ja wirklich fast fix zu sein mit Burnley. Also hat Hertha sich so ein bisschen darauf versteift. Aber ob da wirklich ein konkretes Angebot gegeben worden ist, weiß ich nicht so richtig. Max Bielefeld hat ja damals auch bei Cornet gesagt, Hertha hatte da die ganze Zeit Interesse, aber hat kein einziges Angebot abgegeben. Und bei Radonjic war es ja damals so, dass Hertha wohl einen absoluten Spottpreis geboten hat. Da war der O-Ton ja von Max Bielefeld, dass die gesagt hatten, also wirklich so gesagt hatten bei Marseille, Hertha will eine Prada-Tasche und dafür nur 2,50 Euro ausgeben. Also Hertha sehr, sehr defensiv stapelt, was ich aber auch gut finde. Und Arne Friedrich hat ja auch gesagt, wir werden keine riesigen Transfers tätigen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Bobic jetzt hier so einen Spieler für 20 Millionen holen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich muss mich auch fragen, warum, also ich liebe Hertha, aber warum sollte einer, der gerade in der Ligue 1 Meister geworden ist, der da super performt, Stammspieler ist, Champions League spielen wird, zu Hertha wechseln, die mitten in der Scheiße wieder stecken, sage ich mal. Da könnte ihn wieder nur ein wahnsinniges Gehalt locken und das wollen wir eigentlich nicht mehr machen. Also was zieht den Spieler zu uns und andererseits, wie können wir die Ablöse stemmen? Nur weil wir jetzt 30 Millionen haben, haben wir keinen Bock, 20 Millionen zu zahlen. Und die anderen Vereine wissen ja auch, dass wir diese 30 Millionen haben. Das heißt, wenn die sagen, nö, wir gehen nicht vom Preis runter, ihr habt doch 30 Millionen. Und darunter behalten wir ihn lieber selber. Was ich mir vorstellen könnte, das war ja damals schon im Gespräch und ich habe ja darüber auch schon mal ein Video gemacht, dass sie eventuell noch Interesse an Luke Bakayoko haben. Da gab es ja mal offiziell Interesse von Lille. Oder eben auch an vielleicht Dilrosun, den wir ja auch mal überlegt hatten zu verleihen. Dass man vielleicht eine Laientausch macht, also beide gegenseitig ausleiht mit Kaufoption. Oder die verrechnet, ne? Also weil Luke Bakayoko wahrscheinlich nicht ganz so viel wert sein wird. Auch wenn ich sagen muss, dass die letzten, gerade das letzte Spiel, aber auch die Vorbereitung durch Luke Bakayoko viel, viel, viel besser war. Außer jetzt im Spiel gegen Köln, da ist er echt abgefallen nach seiner Einwechslung meiner Meinung nach. Aber in der Vorbereitung und auch das letzte Spiel, wenn er das halten kann, dann möchte ich ihn ja unbedingt bei Hertha behalten, dann will ich ihn eigentlich gar nicht abgeben. Dann ist er ein super Ergänzungsspieler, vielleicht auch Stammspieler auf der rechten Seite, links dann Bamba. Wird nur relativ unrealistisch wahrscheinlich sein, ihn zu halten und dann so einen teuren Spieler zu holen. Also wahrscheinlich wird die Lösung dann doch eher eine günstigere sein, sodass man Luke Bakayoko nicht abgeben muss. Weil wenn wir Luke Bakayoko abgeben, brauchen wir eigentlich tendenziell auch wieder einen Flügelspieler mehr. Anders macht es ja keinen Sinn. Ja. Das wäre so meine Meinung. Schreibt mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wie viel würdet ihr für ihn bezahlen? Wie findet ihr ihn so? Habt ihr ihn mal live gesehen? Ich finde, wie gesagt, ist eigentlich ein geiler Spieler. 20 Millionen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt bezahlen würde. Wenn wir jetzt wirklich nur 30 Millionen zum Ausgeben haben, ist das Risiko sehr hoch. Weil man muss ja auch ehrlicherweise, ich mache mal ein bisschen weg, ihr müsst ja nicht euch Marcel im Hintergrund angucken. Weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, Ligue 1 ist nun mal nicht Bundesliga. Wir haben ja gesehen, wie schwer sich teilweise Spieler aus der Ligue 1 in der Bundesliga getan haben. Ich weiß gar nicht, wo kam Buana Sarr her, kam nämlich auch von Olympique Marseille. Bei Bayern tut sich mega schwer. Toussaint hat sich am Anfang ultra schwer getan, obwohl der mit tausenden Vorschusslorbeeren gekommen ist. Also es gibt etliche Beispiele, wo sich Spieler, die absolut dominiert haben in der Ligue 1, was er ja gemacht hat letztes Jahr, also er hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass sie Meister geworden sind. Das heißt aber eben, wie gesagt, im Umkehrschluss nicht, dass er in der Bundesliga erstens auch rasiert oder überhaupt erstmal ankommt. Und dann wäre mit 20 Millionen wieder zu riskant. Der schleppt ja dann auch so ein riesiges Paket mit sich, wie eben Toussaint, wo man sagt, Alter, das ist so ein teurer Transfer. Oder wie bei Luke Bakayoko, wo man immer sagt, ey, der hat 20 Millionen gekostet, das muss ja auch was bringen. Das ist auch für den Spieler nicht einfach. Und deswegen würde ich tendieren, entweder irgendwie einen Tausch zu machen, aber glaube, wie gesagt, irgendwie nicht so ganz dran, dass es am Ende dann passiert. Wie gesagt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns morgen auf Twitch. Ich freue mich sehr auf euch. Tipp gebe ich dann morgen im Stream ab.
Und das Zusammenfassungsvideo von Bayern gegen Hertha kommt dann morgen wieder relativ spät, weil nach dem Stream muss ich erstmal was essen gehen, sonst macht das nämlich hier alles zu. Und danach mache ich dann das Video, das heißt, wird dann gegen Abend 23 Uhr oder so das Zusammenfassungs- und Spielernotenvideo kommen. Also, danke für euren Support, wir sehen uns morgen, ihr Edelmänner. Tschüss und hau he!